Die Maisernte 2023 neigt sich so langsam ihrem Ende entgegen. Für den Landwirt und Lohnunternehmer Julian Brohmann-Behrens stehen noch einige Restflächen im Auftragsbuch. Rund 30 Hektar Mais müssen gehäckselt und zu einer Biogasanlage bei Brome transportiert werden. Ein Auftrag, der nach transportiertem Gewicht abgerechnet wird. Aus diesem Grund gilt es, so viele Tonnen wie möglich in kurzer Zeit zu transportieren. Um ein Optimum an Transporteffizienz zu erreichen, hat der Lohnunternehmer über die Jahre sein Logistikkonzept immer weiter ausgebaut und verfeinert. Es nutzt die Stärken der jeweiligen Transportträger und lässt ihre Schwächen nicht zum Tragen kommen. Julian Brohmann-Behrens setzt auf eine zweiteilige Logistik. Auf der Fläche sind klassische Schleppergespanne unterwegs und werden direkt vom Häcksler befüllt. Den Straßentransport übernehmen anschließend Sattelzüge mit Schubbodenauflegern. Um den Überladeprozess möglichst effizient zu gestalten, hat der Lohnunternehmer vor 2 Jahren in eine Überladestation von Fliegel investiert. Hier wird der Häckselmais auf Schubbodenauflieger umgeladen. Von dort geht es dann über Land- und Kreisstraßen zu einer in diesem Fall 18 Kilometer entfernten Biogasanlage, wo der Häckselmais wieder entladen wird. Eine leistungsfähige Erntelogistik ist gerade für Biogasanlagen von elementarer Bedeutung. Wie in den meisten Anlagen wird der Häckselmais auch hier vor dem Silo entladen und mit Hilfe des Walzschleppers auf das stetig wachsende Silo geschoben. Die Fahrzeuge werden bei der Ein- und Ausfahrt gewogen. Entladen wird direkt vor dem Silo. Dort muss der LKW lediglich wenden und kann anschließend den Mais über die große Heckklappe entladen. Dank der leistungsfähigen Hydraulik ist der Entladeprozess in knapp 4 Minuten erledigt und der LKW kann sich wieder auf den Weg zur Überladestation machen. Den Zwischenschritt des Überladens nimmt der Lohn- und Transportunternehmer dabei in Kauf. Die Schlepper sind schließlich auf den Flächen mit ihren wetterbedingt oft schwierigen Untergründen den LKW deutlich überlegen. Die LKW wiederum spielen ihre Vorteile auf der Strecke aus, was sie auf befestigten Straßen zur ersten Wahl macht. Seine Transportaktivitäten hat Julian Brohmann-Behrens in einem Tochterunternehmen der JBB Transporte gebündelt. Zum Fuhrpark gehören neben 8 Sattelzugmaschinen, 4 Kippaufliegern und einem Gülletankwagen auch 5 Sattelauflieger mit Schubbodentechnik, die allesamt von der Krone-Tochter Knapen stammen. Diese können bis zu 85 Kubikmeter laden, deutlich mehr als selbst der größte Ladewagen in der Flotte des Lohnunternehmers. Natürlich werden die Schubbodenfahrzeuge nicht nur in der Maislogistik eingesetzt. Während der Sommermonate transportiert die Flotte sehr viel Getreide. Hinzu kommen Dünger, Hackschnitzel, aber auch immer wieder mal palettierte Sackware. Diese Flexibilität war für ihn eines der zentralen Entscheidungskriterien für seine Investitionen in die Schubbodentechnik.